Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich weiß nicht, wie du jetzt auf dieses Video gekommen bist, ob du ein Abonnent von mir bist oder ob du durch den Titel hierher gekommen bist. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Der Titel besagt, ich spiele bei Spotlight mit und es ist kein Clickbait, ich spiele wirklich bei Spotlight mit. Wer Spotlight nicht kennt, Spotlight ist eine Serie, die ist hauptsächlich für Kinder und Jugendliche. Die läuft auf Nickelodeon zurzeit ab 19.30 Uhr immer sonntags. Kann man aber auch in der Nickelodeon-App anschauen. Und meines Erachtens kommt sie auch bald auf Netflix. Also die vierte Staffel ist auch schon auf Netflix. Auf jeden Fall geht es da um eben ein paar Schüler von der Berlin School of Arts. Also das ist eben eine Schule für Jugendliche ist, die eben tanzen und singen und schauspielern. Und da sind eben ein paar Hauptcharaktere, um die sich diese ganze Story dreht. Und ja, von denen bin ich keiner. Also ich bin nur als Komparsin da gewesen, also wirklich nur im Hintergrund. Einmal musste ich laut kreischen, einmal haben wir eine Tanzeinlage gemacht, aber sonst saß ich meistens einfach nur irgendwo rum oder bin auf und ab den Gang gelaufen. Vielleicht hat der ein oder andere mich ja mal gesehen. Ansonsten achtet jetzt auf jeden Fall drauf. Blendet euch jetzt hier mal ein paar Szenen ein. Es war auf jeden Fall eine so coole Erfahrung. Also ich kam erst zur zweiten Hälfte, deswegen wurde ich auch in den ersten Folgen, habe mich wirklich gar nicht gesehen, außer in diesen Zwischenszenen mal, wenn die Schüler gerade so im Gang rumlaufen oder so. Ja, da war ich dann jeden Tag da. Wir mussten natürlich auch alle immer Masken tragen und am Anfang wurde immer Fieber gemessen bei uns. Wegen Corona natürlich. Wir hatten da als Komparsen so unseren eigenen Bereich. Wir haben da auch was zu trinken bekommen und so. Und es waren so viele coole Leute da. Also ich habe so viele neue Freunde dadurch kennengelernt. Es war wirklich so eine coole Zeit. Ich vermisse es auch total. Also Komparsen sein heißt auch wirklich viel rumsitzen und warten und nichts tun. Aber wenn da coole Leute sind, dann ist dir das voll egal und wurden ja auch dafür bezahlt dann im Endeffekt. Meine Tante wohnt nämlich in Berlin und dann bin ich eben zu ihr. Ja, wie gesagt, wir waren halt immer so mit den Komparsen zusammen und die waren wirklich alle total cool. Also ich habe mich mit allen anderen Komparsen voll gut verstanden und auch mit dem Komparsenleiter quasi. Aber alle Leute am Set waren super nett. Mit den Hauptdarstellern, so Greta, Rocco, Emily, Milan und Co. hatten wir weniger zu tun, weil die natürlich auch in ihrem eigenen Bereich waren. Wir haben uns ab und zu mal unterhalten, dann so vor den Szenen oder sowas. Aber jetzt nicht, dass wir so viel Zeit mit denen verbracht hätten, weil die ja auch ständig am Drehen waren. Ja, wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, also Spotlight wurde gecastet durch eine Agentur. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen darf, wie die heißt. Aber wenn ihr ganz schlau seid, dann guckt ihr einfach mal bei Spotlight auf dem Instagram-Profil. Schaut mal, wem die so folgen, wer denen so folgt. Und sucht mal dann nach der Agentur. Ich glaube, man hat es recht schnell gefunden. Ich glaube, die sind dann auch auf den Bildern markiert und so. Ansonsten könnt ihr mir auch gerne per DM schreiben, dann sage ich euch das. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so nennen darf im YouTube-Video. Auf jeden Fall, ja, habe ich mich relativ spontan dann dazu beworben, weil ich mir dachte, hey, klingt doch lustig. Und ich hatte mich auch vor 2 oder 3 Jahren mal für eine Hauptrolle beworben. Hat aber allerdings leider nicht geklappt. Aber auf jeden Fall war ich dieses Jahr dann als Komparsin da. Und ich werde mich auf jeden Fall, wenn es noch eine sechste Staffel gibt, werde ich mich auf jeden Fall nächstes Jahr wieder bewerben, weil es einfach so eine coole Zeit war. Einfach, man hat so viele coole Leute kennengelernt. Man hat dafür auch noch Geld bekommen und das so die ganze Zeit am Set war total cool. Naja, vielleicht suchen sie auch wieder eine weibliche Hauptrolle, werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal bewerben. Aber ich bin auch sehr zufrieden, wenn ich wieder als Komparsin kommen darf. Es ist auch wirklich entspannt. Dieses Jahr waren die Anforderungen so, dass man, ich glaube, 15 oder 16 sein musste und dass man die 10. Klasse beendet hat. Ja, und man musste halt einen festen Wohnsitz in Berlin haben, weil die halt keine Hotelkosten und keine Anfahrtskosten zahlen. Wahrscheinlich wird es, wenn es nochmal eine Staffel gibt, wird es wahrscheinlich genau das gleiche nochmal sein. Falls ihr euch auch bewerben wollt, tut das auf jeden Fall. Ich kann es auf jeden Fall weiterempfehlen, weil es war wirklich so cool. Ich habe es schon so oft gesagt.
Aber ja, bewerbt euch dann alle und dann lerne ich euch alle kennen. Darauf freue ich mich total. Aber nehmt mir nicht meinen Platz weg. Ich mache das Video jetzt einerseits, weil ich darüber erzählen wollte, weil mich da auch ein paar Leute drauf angeschrieben haben, weil ich auch während der Drehzeit mal ab und zu was auf Instagram gepostet hatte in der Story. Und andererseits wurde ich auch generell häufiger auf das Thema Schauspielerei angesprochen, weil, wie viele von euch vielleicht auch wissen, mache ich das generell so ein bisschen nebenberuflich. Also es klingt komisch, wenn ich sage, ich bin nebenberuflich Schauspielerin, weil ich dazu noch viel zu wenig Projekte hatte. Aber es war auf jeden Fall immer ein Traum von mir, Schauspielerin zu werden und das irgendwann als Fulltime-Job zu machen. Auf jeden Fall haben einige von euch wahrscheinlich schon die Easy Tutor-Werbung gesehen. Und zwar ist Easy Tutor eine Firma für Nachhilfe und die haben vor, ich glaube, 2 Jahren das erste Mal eben einen Werbespot mit echten Menschen so gemacht und da wurde ich eben gebucht. Ich bin nämlich einmal bei dieser Casting-Agentur, die eben für Spotlight castet, angemeldet und dann bin ich noch bei einer angemeldet hier in München. Das ist eine kleinere Agentur und die haben mich dann angeschrieben, eben ob ich da Interesse hätte und da habe ich natürlich zugesagt, genau. Die buchen mich jetzt auch regelmäßig seit 2 Jahren eben für deren Werbespots und das macht so viel Spaß, wirklich. Ich freue mich immer so sehr, wenn sie mir wieder schreiben und sagen, hey du, wir hätten da nochmal was für dich. Es ist immer so cool, es macht so viel Spaß. Wie gesagt, ich verlinke euch die Videos oder den Channel von Easy Tutor gerne mal unten, dann könnt ihr euch die mal anschauen. Auch wenn ich immer selber so ein bisschen cringe, so von denen vor 2 Jahren, das ist ein bisschen unangenehm. Aber ja, ich finde es trotzdem total cool und ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Und vielleicht hat der ein oder andere ja auch mal gesehen, im Edeka stehen so Aufsteller von Easy Tutor, wo man sich eben so Gutscheine kaufen kann für die Nachhilfestunden. Und da ist auch mein Gesicht drauf, auf jedem einzelnen Gutschein. Es macht auf jeden Fall total viel Spaß und so das Schauspielern ist immer noch ein großer Traum von mir. Einer meiner größten Interessen. Wer weiß, vielleicht wird es noch, vielleicht habe ich noch irgendwann mal einen Durchbruch. Aber mir macht es auch schon Spaß, wenn ich einfach so nebenbei immer wieder so Projekte annehmen kann. Weil es einfach wirklich, oh, ich gehe da drin so auf, es macht wirklich Spaß. Also für die unter euch, die auch sowas gerne machen würden, weil mich eben mehrere so nach Tipps gefragt haben. Ich kann auch nicht viel sagen, schaut euch einfach mal um nach kleineren Agenturen in der Nähe, weil die haben zwar dann meistens nicht so große Projekte, aber die haben natürlich auch nicht so viele Leute in der Kartei und da ist dann die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, dass du die Einzige bist oder du zu den wenigen zählst, die in das Profil passen. Ansonsten eben diese Agentur, die für Spotlight castet. Das Video ist jetzt gar nicht so lang geworden, ich würde voll gerne noch viel mehr drüber reden, aber ich weiß gar nicht, was ich dazu erzählen kann. Wie gesagt, ich war nur als Komparsin da. Wenn ich jetzt eine größere Rolle gehabt hätte, könnte ich euch wahrscheinlich noch viel mehr erzählen vom Set. Und auch sonst habe ich ja leider noch nicht so viel Erfahrung. Aber ja, vielleicht ändert sich das bald. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. So, dann beende ich das Video auch schon hier. Freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Schalte doch auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Das nächste Video kommt nächsten Donnerstag. Also ich lade immer am Donnerstag um 13 Uhr die Videos ein. Ich lade immer am Donnerstag um 13 Uhr die Videos hoch. Und ich freue mich sehr, sehr, sehr doll über jeden einzelnen Like, über jeden einzelnen Abonnenten und vor allem auch über die Kommentare, weil mich das immer total freut, wenn ich so ein bisschen Feedback bekomme, wenn Leute mir schreiben. So, dann fühle ich mich nicht so einsam, wenn ich mit der Kamera rede. Nein, mich freut es total. Also ich habe jetzt... Wartet kurz, jetzt mein Handy. Ich habe jetzt vor knapp 2 Monaten mit YouTube angefangen und ich bereue es wirklich kein Stück. Also es macht mir immer total viel Spaß. Ich bin da immer noch voll drinnen. Ich meine, ich hatte jetzt in diesen 2 Monaten klar auch mal so meine Downs, wo ich mir dann so dachte, so, macht das überhaupt Sinn? Schauen sich das überhaupt wirklich Leute an? Man kriegt das natürlich gar nicht so mit. Also man sieht die Aufrufe, aber ein Aufruf zählt ja schon als Aufruf, wenn ich einmal kurz draufklicke und wieder rausgehe. So. Mich würde es halt voll interessieren, wie viele Leute sich wirklich die Videos so richtig anschauen. Ich habe letztens schon ein paar Mal so per Direktmessage oder so ein paar, ich blende es euch mal ein. Ja, so ein paar Kommentare quasi bekommen oder so ein bisschen Feedback bekommen. Und das macht mich wirklich so glücklich. Also
wirklich, wenn ich mir schon denke, dass da zumindest eine Person da draußen sitzt, die sich denkt so, oh cool, Sarah hat ein neues Video hochgeladen oder weiß nicht, einfach Spaß dran hat, sich die Videos anzuschauen, ich sie irgendwie inspirieren kann oder motivieren kann für irgendwas, keine Ahnung, dann habe ich schon mein Ziel erreicht und dann macht mich das schon total glücklich. Genau, mit den schönen Worten belasse ich es jetzt auch hier. Wie gesagt, ich freue mich sehr, wenn du kommentierst, du kannst mir auch gerne privat schreiben. Ja, und über ein Abo und über ein Like freue ich mich auch immer sehr. Tolle. Okay, das war's dann erstmal. Ciao.